weil die meisten Leute denken, ja, die haben ihre Moscheen und die können alles tun, was sie wollen. Das stimmt nicht. Das ist nur eine Art Duldung, diese Moscheegeschichte. Und wenn man weiß, was man von sage ich jetzt, Auflagen erfüllen muss wegen einer Moschee. Und die Diskussion von vorigen Jahr, ob eine Kathedrale groß sein sollte, größer sein sollte oder eine Moschee, was ist das von niveaulosen Diskussionen? Ob das größer, ein Turm größer oder ein Minarett höher? Ist das jetzt das Problem, was wir hier in Deutschland haben? Wir haben in Deutschland kein Problem zwischen Muslimen und Nicht-Muslimen. Und wir sagen, wenn man sagt, mit wir, ich meine die Muslime und mindestens die Leute, die Imame und sowas, die in Deutschland. Wenn man sagt, Deutschland basiert sich auf christlich-jüdischen Kultur, dann ist es automatisch auch die islamische Kultur dabei. Weil wir Muslime, Juden und Christen die gleichen Werte haben und die gleichen Grundlagen haben. Und das ist die größte Gemeinsamkeit bei uns. Und wenn man behauptet, wir wollen Islam integrieren, dann sollte man das belegen und dann sollte man das beweisen. Ich gebe ein Beispiel dafür. Man hat Islamkonferenz gemacht. Okay. Wissen Sie, dass kein einziger Vertreter der Muslime im Osten dort sitzt? Kein einziger. In diesen 60.000, 70.000 Muslimen, die in den neuen Bundesländern leben, kein einziger vertritt sie dort. Die kommen alle von, das wird alles dort gekocht und alles in Ordnung gebracht und dann müssen wir das einfach annehmen. Aber die Lage im Osten ist anders als die Lage im Westen. Und die Muslime, die im Osten leben, die sind anders als die Muslime, die im Westen leben. Und auch die Leute, die im Osten sind, die Deutschen sind anders als die Deutschen, die im Westen leben. Deshalb sollte man das bemerken. Wir Muslime sagen, Islam fördert die Integration. Wir haben dafür Beweise. Unser Prophet, der hat seine Heimatstadt Mekka verlassen und er lebte in Medina. Und er starb auch in Medina. Das heißt, er könnte auch in seine Heimat zurückkehren, wo er geboren ist. Aber der blieb in Medina. Und der war mit den Leuten zusammen und ist dort auch gestorben. Dazu der Prophet sagte uns, derjenige, der mit den Leuten zusammenkommt und der Kontakte zu den Leuten hat, wenn auch die Leute ihm Schlechtes tun, und der zeigt Geduld, ist besser als derjenige, der sich abschottet. Wir wollen keine Abschottung als Muslime. Deshalb sage ich in diesem Zusammenhang, unsere Religion Islam fördert die Integration. Wir wollen eine gerechte Integration, aber Integration ist keine Einbahnstraße. Und wenn man behauptet, wir wollen den Islam hier integrieren, dann sollte man auch den Muslimen mindestens 10% geben von den Rechten, was andere Religionsgemeinschaften hier in diesem Land haben. Wissen Sie, wenn wir jetzt in die Meldestelle gehen und wir sagen zum Beispiel, es gibt ein Feld Religion, da sagt man Moslem. Wissen Sie, was geschrieben wird dort? Es gibt nicht Moslem. Es gibt sonstige und Strich. Wir sind bis heute staatlich nicht anerkannt als Religion. Und in anderen Themen, die Vorurteile, die Verallgemeinerung, dass man uns immer mit Terrorismus verbindet. Warum verbindet man nicht andere mit Terrorismus? Warum nur wir, wenn wir über dieses Thema sprechen? Obwohl wir sagen, ich habe das öffentlich gesagt, ich war der erste Imam in Deutschland, der im Fernsehen aufgetreten ist und der hat sich von Terrorismus distanziert. Und ich habe gesagt, diese Taten, die sind kriminelle Akte und die Religion, jede Religion verbietet sowas. Aber trotzdem kommt immer Generalverdacht. Und da will man immer diese Muslime so zeigen, die sind. Aber wir haben in der Geschichte natürlich viele, viele Ereignisse, die so waren. Als Jesus zu den Leuten gekommen ist, die Leute haben ihn nicht so mit offenen Armen empfangen, ja?
Die Leute wollten ihn dann töten und so weiter. Als Moses zu den Leuten gekommen ist, auch die Leute haben ihn nicht mit offenen Armen empfangen. Und das war immer so bei den Propheten und bei den Leuten, die mit etwas anderem kommen, als was die Leute wissen. Deshalb bitten wir die Leute darum, bitte ich Sie, dass Sie sich informieren, aber bitte richtige Informationen bekommen. Nicht jeder, der von sich behauptet, dass er Imam wäre, dann ist er. Und nicht jeder, der über Islam spricht, dann spricht er richtig. Und nicht jeder, der heute sich Islam-Experte nennt, dann ist es so. Und viele wissen vom Islam nichts und die reden über ein Thema, die sie nicht kennen. Und dann haben wir Katastrophe-Meinungen und katastrophale Ansichten. Also danke ich Ihnen erstmal, dass Sie mich zugehört haben. Und ich sage, wir haben kein Problem. Muslime mit Christen oder mit Juden oder Muslime und Nicht-Muslime in diesem Land. Und alles ist normalerweise in Ordnung, wenn die Politik ihre Politik nicht auf unsere Rücken macht und wenn die Medien uns in Ruhe lassen, dann glauben Sie mir, wir sind alle gute Nachbarn und wir können uns verständigen und wir können miteinander reden und da leben wir sehr gut miteinander. Aber leider, es wird von uns heute verlangt, dass wir unsere Religion aufgeben, dass wir unsere Religion ändern. Und da sagt man, wir wollen deutschen Islam. Was ist deutschen Islam? Wir haben nicht gehört, wir wollen deutschen Judentum oder christliches Judentum. Das haben wir nicht gehört. Aber wieso bei Islam, deutschen Islam? Und das sind Fragen, die ich heute gestellt habe. Und da könnte man sich nur überlegen. Ich danke Ihnen und ich hoffe, dass wir zu einer sehr fairen und gerechten Diskussion kommen. Dankeschön. Jetzt hat man inshallah die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Wenn jemand inshallah Fragen hat, der kann sie gerne stellen. Oder Kritik auch, kein Problem. Ich meine vielleicht, weil man erfahrungsgemäß, ja, ich meine, da gibt es viele auch, die sagen, das gefällt mir im Islam sowas nicht und sowas. Und wir wollen eigentlich miteinander reden. Ich meine, wir sind Menschen. Wenn, bitteschön. Warum da so eine Diskussion über Integration fällt, finden Sie hier nicht wohl? Oder wollen Sie alle überzeugen, dass dieser Ihr Glaube besser ist, als den wir haben? Und ich kann mir schon vorstellen, dass, wo man auftritt. Ja. Es ist kein Problem, jeder hat seine Meinung. Aber schauen Sie mal. Okay, lassen wir die Ausländer bei der Seite. Okay, was ist mit den Leuten, die den Islam angenommen haben und die sind Deutsche? Die sind keine Ausländer. Ja, okay. Was ist mit Ihnen? Nein, das weiß ich ja nicht. Die haben ja noch nicht gesprochen. Ja, Sie haben sie das nicht gesehen. Aber wir haben diese Leute gesehen und wir haben auch Leute, die mit uns hier sitzen und die waren Deutsche, die den Islam angenommen haben. Und diese Leute, wenn sie nur den Islam annehmen, dann werden sie sofort als Ausländer betrachtet. Und da werden sie sofort als Leute betrachtet, die sie sich integrieren aber müssen. Ich glaube aber nicht allein in Deutschland, dass es so ist, oder? Aha, das ist was anderes jetzt. Aber ich rede, schauen Sie mal, ich lebe in Deutschland. Ich lebe weder in Eskimo noch in Kanada. Und ich lebe weder in Russland oder in China oder in Südafrika. Ich lebe hier in Deutschland. Und Sie und ich müssen wir zusammenkommen und müssen wir gute Beziehungen zueinander haben und nicht mit den anderen Leuten. Deshalb, ich rede in meinem Gebiet, wo ich lebe, weil das für mich am wichtigsten ist. Hier leben meine Kinder, hier leben meine sozusagen Verwandten, meine Bekannten, meine Freunde, meine Glaubensbrüder und Schwestern und auch Leute, die nicht Muslim sind. Und wir haben dieses Problem. Ich sage Ihnen nicht, dass wir hier auch nicht zum Teil unserer Religion praktizieren können. Wir dürfen zum Teil unsere Religion praktizieren, aber bis wann, wissen wir nicht. Aber die Sache ist so, wir wollen kein Problem. Aber es gibt Leute, wenn sie dieses Problem nicht haben, dann haben sie keine Arbeit mehr. Also
nun eben mal Deutsche und weiß von vielen überwiegend. Bauen Sie hier Moscheen, dann überlegen Sie, geht mir natürlich durch den Kopf, ich gehe jetzt in die Türkei und kenne so und so viele Christen und sage, komm, wir bauen jetzt eine Kirche. Da glaube ich nicht, dass Sie sagen, ja, machen Sie mal. Da sind Sie falsch informiert. Weil erstmal in der Türkei Kirchen gibt und zweitens, zweitens, kleinen Moment, nehmen Sie nicht Türkei als Beispiel für den Islam, bitte. Ja, ich komme aus einer Stadt in Syrien, ursprünglich, aber meine Heimat ist jetzt Deutschland, wissen Sie, das ist die Sache. Ich komme ursprünglich aus Syrien, ich komme aus einer Stadt, wir leben Juden und Christen und Muslime zusammen. Die Christen haben ihre Kirchen in verschiedenen Richtungen von Christen, ja, verschiedene. Und die Juden haben ihre Synagogen und die Muslime haben ihre Moscheen und wir leben alle untereinander und wir haben kein Problem. Unsere Nachbarn, die sind Christen. Und wenn ich zu jüdischen Viertel dort gehe, wir haben so dort jüdischen Viertel, weil die Händler sind, dann wissen sie, wer ich bin und sagen, ja, du bist der Sohn von dem und dem. Und wir haben kein Problem untereinander. Aber warum will, und wir haben auch übrigens hier in Deutschland auch kein Problem. Aber es gibt manche, die dieses Problem willkürlich verursachen wollen, weil sie von diesen Problemen leben. Glauben Sie mir, jemand hat mir so gesagt. Er hat gesagt, wenn Sie da nicht wären, dann werde ich arbeitslos. Wen wird man abhören? Übrigens, ein Priester darf nicht abgehört werden, aber ein Imam ja. Wo ist die Gerechtigkeit? Sehr schön, und das wollen wir. Bitte schön. Das wollen wir. Es gibt Gerechtigkeit, ich sage Ihnen. Im Paradies gibt es. Ja, bitte schön. Übersichtlich, sehr klar und ich finde das auch sehr wichtig. Über die Integration muss ich leider sagen, ist zu kurz.